Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich meine, es stellt sich zu diesem Tagesordnungspunkt schon die Frage, was soll das eigentlich? Ich meine, was bezweckt die Landesregierung, jetzt zu diesem Zeitpunkt über einen Staatsvertrag debattieren und abstimmen zu lassen, bei dem es um die Erleichterung von Abschiebungen geht, wo es faktisch aber gar keine Abschiebung geben kann? Herr Beuth, Sie haben es selber gesagt, es handelt sich hauptsächlich um Flüge, und Flüge finden bekanntlich ja keine statt zurzeit. Also stellt man sich schon die Frage, was soll das jetzt? Warum muss man uns jetzt damit beschäftigen? Ich meine, wir bekommen hier einen Staatsvertrag zur Abstimmung vorgelegt, das haben Sie auch gesagt, Herr Beuth, das lediglich von 6 Landesregierungen unterzeichnet wurde. Lediglich 6. Und 10 weitere haben diesen Staatsvertrag nicht unterzeichnet. Es wäre schön gewesen, wenn Hessen sich auch zu diesen 10 dazugesellt hätte. Aber ich meine, es ist ja bekannt, wir wissen ja, dass die hessische Landesregierung gerne die Vorreiterrolle übernimmt, wenn es darum geht, Menschen in Not eben ihrer Not zu überlassen. Während Sie aber damit beschäftigt sind, Ihre Abschiebepraxis zu optimieren, leben Menschen, und das nicht erst seit Corona, unter katastrophalen Bedingungen in griechischen Flüchtlingslagern und ertrinken weiterhin im Mittelmeer, meine Damen und Herren. Und anstatt, doch, das ist genau das Thema, und anstatt hiergegen nämlich was zu tun, und uns das schon vor Monaten angekündigte Landesaufnahmeprogramm vorzulegen, lassen Sie uns jetzt über so einen Staatsvertrag abstimmen, und den wollen Sie jetzt hier durchwinken. Meine Damen und Herren, mit dieser Haltung machen Sie sich aber mitschuldig. Sie machen sich mitschuldig am Elend dieser Menschen, die in den Flüchtlingslagern elendig vor sich hinkrepieren müssen und die reihenweise im Mittelmeer ertrinken. Sie machen sich mitschuldig mit dieser Haltung. Dessen müssen Sie sich bewusst sein. Man, es ist ja nicht so, dass zu diesem Thema, zum Thema Abschiebung in Zeiten der Corona-Krise, wo es bekanntlich ja keine Flüge geben kann, die Landesregierung nicht tun könnte. Es ist ja nicht so, dass es dazu nichts gäbe. Aber da wird leider wieder in die andere Richtung gearbeitet. Ich meine, angesichts dessen, dass es faktisch sowieso keine Abschiebung stattfinden können, sollte von diesen eigentlich auch Abstand genommen werden. Dann würde es auch nicht zu solch absurden Abschiebeversuchen kommen, wie diejenigen mit den 2 Iranerinnen. Diese hätten nämlich sollen vom Frankfurter Flughafen abgeschoben werden sollen. Und da es keine regulären Flüge mehr gab, hat man versucht, eigens für diese 2 Personen einen Flug zu chartern, das über 100.000 € gekostet hätte. Und nur durch öffentlichen Druck konnte dieser Abschiebewahnsinn gestoppt werden, meine Damen und Herren. Um genau so etwas künftig zu verhindern, könnte die Landesregierung einen mehrmonatigen Abschiebestopp erlassen und auch die entsprechenden aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen ziehen. Das heißt, keine Haft mehr und auch keine leistungsrechtlichen Sanktionen oder Arbeitsverbote wegen angeblicher fehlender Mitwirkung. Sie wollten genau zuhören eigentlich. Doch anstatt solche Maßnahmen einzuleiten, beschäftigen Sie das Parlament damit, wer an Abschiebeverfahren mitwirken kann und wer nicht. Dieser Staatsvertrag soll ja regeln, dass zukünftig auch Bedienstete an bundesländerübergreifenden Abschiebungen beteiligt werden sollen, die keine Polizeibediensteten sind. Dann gehört es abgeschafft. In der Begründung heißt es, und Herr Beuth hat es ja auch vorgetragen, es wird sowieso schon gemacht, aber man kann es jetzt gesetzlich verankern, dass eben Bedienstete, die keine Polizeivollzugsbediensteten sind, namentlich Wachpolizisten sind, eben an Abschiebevorgängen beteiligt sein können. Ich meine, es ist schon besorgniserregend, dass es gemacht wird und dass es jetzt in Gesetz gegossen werden soll. Es ist schon besorgniserregend, weil das doch recht hoheitliche Maßnahmen sind, die schon mit sehr schweren Grundrechtseingriffen verbunden sind. Und das Angestellten zu überlassen und zuzumuten, die gerade einmal eine 18-wöchige Ausbildung hinter sich haben, das ist schon interessant, wenn man es einmal so sagen kann. Anstatt für gut ausgebildete,
ausreichend gut bezahlte und gut ausgebildete Polizei zu sorgen, wollen Sie jetzt Wachbedienstete auch für diese Dienste eben einbeziehen, mit einbeziehen. Aber ich meine, gut, für die von Frau Abgeordnete Sanders, Sie müssen zum Schluss kommen. Aber für die von Abschiebung betroffenen Menschen dürfte es eigentlich auch egal sein, ob sie jetzt nur von Wachpolizisten abgeschoben werden oder von Polizeivollzugsbediensteten. Für sie ist nämlich und bleibt die Abschiebung ein unmenschlicher Akt, ein Herausreißen aus dem bisherigen Leben und ein gewaltvolles Verbringen an einen anderen Ort, an dem sie nicht sein können und vielleicht auch nicht sein wollen, meine Damen und Herren. Wir LINKE wenden uns grundsätzlich deshalb gegen das Instrument der Abschiebung, weshalb wir auch diesen Gesetzentwurf der Abschiebung jetzt noch mehr erleichtern soll, ablehnen werden. Vielen Dank. Es war ein langer Satz, trotzdem vielen Dank.